Kann gleich weitergehen. Ich mache mir bloß ein bisschen Zucker ins Glas. Das ist diese Scheißhitze. Ich schwitze so viel. Ich muss mir. Normalerweise trinke ich eigentlich fast nur Wasser. Wasser und Bier. Nee, eigentlich fast nur Wasser. Aber an diesen schrecklich heißen Tagen, wo ich so viel schwitze, da muss ich noch ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen extra Zeug reinkippen. Prost. Deshalb gibt es heute mal eine Sprite. Ich glaube, im Video davor war es ein Cola. Im Video davor war es ein Bier. Im Video davor war es ein Energy. Geht heute wild durcheinander. Keine Produktplatzierung. Also, ja, macht keinen Stress. Ich werde leider von niemandem bezahlt. Noch nicht. Wenn ihr einen Sponsor für mich kennt, ja, dann sagt Bescheid. Nee, aber bei mir gibt es keine Werbung. Ich frage mich, ob wir jetzt schon Ravenholm freigeschaltet haben. Ich würde jetzt bloß diesen Bereich hier kurz clearen, um die Bücher mitzunehmen. Und dann gehen wir mal nachgucken, ob wir schon Zugriff haben auf Ravenholm. Wenn ja, dann möchte ich das jetzt gerne machen. Upsala. Hab gerade volle Kanne Bock auf Ravenholm. Bloß ich bin mir ziemlich sicher, wir schaffen den Boss noch nicht. Aber die Stadt kann man ja schon mal clearen. Ist ja so ein Zweiparter. Man cleart erst die Stadt und dann geht man in einen Dungeon innerhalb der Stadt. Und der Bosskampf da drin ist ein bisschen blöd, weil man halt voll überrannt wird. Und für einen Summoner ist das nicht so optimal. Das würde ich vielleicht erst dann versuchen, wenn ich meine zweite Summon-Klasse freigeschaltet habe. Den Bogenschützen. Die Falle tat weh. Ich glaube, Level 6 schaltet Ravenholm frei. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war's. Book of Mana Shield, aber ich habe es schon einmal gelernt, das zweite ist noch zu schwer. Oh Gott. Das war nicht so smart. Aber wir kassieren gar nicht so viel Schaden, ne? Wir haben recht gute Rüstung. Das ist das erste Mal, dass ich mit so einem Charakter eine gute Rüstung habe. Fühlt sich merkwürdig an. Versteht ihr? Sibyl. Wer ist denn bitte Sibyl? Sah aber aus wie eine Harpie oder sowas. Oder nicht Harpie, wie nennt man das? Ein Succubus. Oh, so viele Gegner.
taucht auf einmal einer hinter mir auf. Schön angeschlichen, wa? Holy Bolt, alles klar. Jetzt gehen wir mal nachgucken. Wegen Ravenholm. Ravenhold? Ravenholm? Ich weiß gar nicht mal, wie es genau heißt. Hoch in die Stadt. Ein paar Bücherchen ablegen. Und ja, bei Ogden sehe ich schon eine Quest. Das ist schön. Können wir tatsächlich schon dort reingehen? Krass. Ich gedacht, dass wir heute schon so weit kommen. Drei zu allen Attributen heißt auch drei zu Magic. Was? Achso. Greetings! Dann erzähl mal bitte von dieser wunderbaren Stadt Ravenholm. While I understand that your purpose may be of a higher calling, surely some well-earned gold would be welcomed. Some townspeople from a nearby village have offered a reward for the destruction of a creature that razed their homes and property. They demand positive proof that the creature has been slain, and I can only think of one way to do that. Wer soll den Kopf bringen, der Kreatur? Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir die Kreatur schaffen. Also, die Kreatur ist nicht das Problem. Das Problem ist dieser Raum mit der Kreatur. Der ist so voll mit so vielen Viechern, dass die uns einfach überrennen werden. Mal schauen. Wir gucken uns jetzt erstmal die Stadt. Wir gucken uns erstmal an die Stadt auf Ravenholm. Und das ist mit einer meiner Lieblingsquests, zumindest dieser Teil der Quest, weil man einfach nicht viel machen muss. Ich könnte jetzt wunderbar ein Anime anschmeißen oder, weiß ich nicht, andere Sachen treiben und voll chillen. Ab und zu mal drauf gucken, dass kein Zombie von der Seite ankommt, ab und zu mal nachbeschwören und ansonsten ziemlich entspannt. Wenn die erstmal stärker sind und man mehr von den Viechern hat und dann auch noch die stärkeren Summons freigeschaltet hat, ne, dann muss man natürlich auch weniger nachbeschwören. Guck mal, jetzt kommt hier einer an der Seite lang. Da muss man schon ab und zu mal aufpassen. Ab und zu mal ein bisschen. Ganz kurz ins Discord. Kann weitergehen.
ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Kann man ein paar Schritte laufen. So. Neue Targets gefunden. Hier sind halt relativ viele Viecher, wie man sieht. Ne? Hier oben war es über 180, ich glaube 188 oder sowas am Anfang. Relativ viele Monster da. Rennen die über die Mauer rüber? Nee, ne? Schade. Mit dem Necromancer, das ist hier richtig geil, da können die Archer, dann kriegt er gleich das allererste Klasse, die Archer. Und die können hier wunderbar über die Mauer drüber schießen. Was voll geil ist, also die Zombies kommen nicht zu uns und die können die einfach abknallen. So. Leider nein. Muss man drüben beschwören. Ich mach mal nebenbei was zum Gucken an. Füße oder so. Ein Quatsch. Also mit dem Necro ist es hier viel entspannter, wirklich. Die Archer schießen einfach rüber. So kostet schon ganz schön viel Mana, muss ich sagen. Also ja, wirklich, mit dem ist es nicht so entspannt, muss ich sagen. Aber vielleicht ist er auch einfach nur noch ein bisschen zu schwach. Sobald wir die Archer dazu bekommen, geht das hier bestimmt richtig rund. Dann kann ich hier XP farmen, also oder Levels farmen.
Können die hier nicht rüberfliegen? Ist das neu? Können Fliegende nicht mehr über das Wasser fliegen? Seht ihr das? Wenn Fliegende nicht mehr übers Wasser fliegen können, dann fange ich vielleicht doch wieder einen neuen Charakter an. Wir müssen das mal weiter beobachten. Vielleicht ist es bloß in dieser Map so komisch. Wenn wir dann bei den Cave Systems sind, wird es ganz wichtig, dass die auch drüber fliegen können. Über das Wasser und die Lava. Sonst bringen die mir doch gar nicht, die Fliegenden. Wenn die Fliegenden nicht fliegen können, was bringen die mir? Dass die nicht mal über eine Mauer fliegen können, ist auch scheiße. Greift mal bitte an. Ist voll blöd, dass sie die hinter der Mauer anvisieren, aber da nicht angreifen können. Statt sich mal auf die hier zu fokussieren, die auf der Seite stellen. Nee, jetzt gefällt mir das Map, die Map nicht mehr. Mit dem Necro habe ich die geliebt. Wir müssen da mal gucken, wie viel Gold wir haben. Ach, reicht das für ein Bild? Ich überlege gerade, wie viel kostet denn der nächste Skill? Also ich glaube, der ganz große ist das Tier 3. Das kostet, glaube ich, 40.000 oder sowas. Tier 1 4.000 irgendwas und Tier 2 15.000. Ja, wir bräuchten 15.000, glaube ich, um die Bogenschützen zu kaufen. Oder wir müssen halt hoffen, dass wir sie finden können. Ja, das ist blöd. Ich habe überlegt, ob ich mir mal schnell einen kaufen gehen soll, einen Bogenschützen. Aber das Geld haben wir leider noch nicht. Ja. Bin gespannt, ob wir den Dungeon schaffen. Ich
Mit Teleport geht das ziemlich gut, weil wir haben ja noch keinen Teleport. Einfach, an einer bestimmten Stelle in dem Dungeon gehen die Wände auf und da stehen ganz viele Monster dahinter. Und optimalerweise teleportiert man sich dann schnell in eine Ecke, erschafft sich schnell eine Wand von Minions und beschwört die dann halt die ganze Zeit immer wieder nach. Und wenn man das nicht hinbekommt, wird man einfach überrannt von allen Seiten und stirbt. Und ohne Teleport weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Könnt ihr mal aufhören, die Viecher da hinten anzugreifen? Geht auf die hier! Ah, die Map geht mir gerade echt auf den Sack. Das war meine Lieblingsmap! Mit dem Necro. So viele Untote hier, die hätten die Stadt nicht Ravenholm nennen sollen, sondern Raccoon City. Oder Resident Evil einfach nur. Resident of Evil. Um Copyright-Problemen aus dem Weg zu gehen. So viele Gegner, krass, ey. Mit dem Necro fällt das gar nicht so sehr auf, weil die Archer halt alles auf der anderen Seite wegballern.
Oh Gott, 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 da stand ich ein bisschen blöd. So ein bisschen Mana regenerieren. Mal gemütlich hinstellen. Schönes Wetter, ne? Weil wir so schön sind, so schlau, sind schlank und rank, werden wir Miss Waikiki. In towel to the left, in towel to the right, and don't forget the willy. Dry the willy, right? Oh Gott. Warum? Warum? Ich mache mal nebenbei wirklich was zum Angucken an. Was gibt's denn Schönes? Ist da. Oh fuck, ein Monster fehlt noch? Nein. Das ist immer das Schlimmste, was passieren kann. Wenn ein Monster noch irgendwo fehlt. Oh fuck. Na, ist egal, wir müssen. Müssen wir die Stadt auch clearen? Fuck, ich glaube, wir müssen die Stadt auch clearen, oder? Oh, das ist ärgerlich. Wo könnte noch einer rumhocken? Hinter irgendeinem Haus oder sowas? Ernsthaft? Wo denn? Hinter... Ah, hier. Yay, Stadt ist geklärt. Jetzt kommt der Dungeon. Ich mache jetzt gleich mal eine Ankündigung. Ja? So mal in die Runde für alle. Hört mal bitte jetzt ganz genau zu. Es geht vor allem jetzt die YouTube-Videos an.
Na, bis jetzt habe ich alles von dem Stream auch mitgefilmt für die YouTube-Videos. Den Dungeon werde ich jetzt auch mitfilmen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir den nicht schaffen. Na? Und wenn wir den nicht schaffen, werde ich das dann quasi so machen, dass ich dann jetzt einfach mal entscheide, ich gehe jetzt ein bisschen leveln und dann probieren wir den nochmal. Das ganze Gelevele werde ich nicht aufnehmen. Das wird dann einfach immer in einem Stream stattfinden. Und wenn wir dann wieder zurückkehren und den Dungeon dann nochmal probieren, das wird dann wieder aufgenommen. Und so in etwa wird das jetzt verlaufen, dass wir uns durch das ganze Spiel durchkämpfen, aber auch ab und zu mal ein paar Level-Sessions machen. Und diese Level-Sessions, die werden dann im Stream stattfinden, aber nicht aufgezeichnet werden für YouTube, also ihr wollt euch sicherlich nicht angucken, wie ich jetzt fünfmal durch das Game renne, nur zum Level, sondern ihr wollt wahrscheinlich Fortschritt sehen. Ne? Dementsprechend kündige ich das jetzt schon mal an, dass ihr euch dann nicht wundert, wenn ihr dann mal ein Video seht, wir hören mit Level 15 auf und sind dann auf einmal Level 20 im nächsten Video, das ist, weil ich gelevelt habe. Das habe ich dann halt im Stream gemacht. Wenn ihr solche Sachen sehen wollt, müsst ihr halt mal in die Streams reingucken. Ja? Alles klar, gut. Ab geht da, der Peter. Mal gucken. Das ist der einfache Part, übrigens. Also bis jetzt läuft's gut. Aber wie gesagt, das ist der einfache Teil. Das Schlimme ist dann der, wenn diese Wände verschwinden. Dahinter ist alles voller Monster. Das sind diese 26 Monster, die ihr hier oben seht.
müsste bald losgehen. Ich mache immer mal wieder so kleine Zwischensaves, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Weil ich nicht genau weiß, wann es losgeht. Aber ich glaube, die Musik hört auch noch auf. Die Musik hört auf. Achtung! Jetzt wird's interessant, ob wir das jetzt schaffen. Die Musik geht wieder von vorne los. Okay, so viel dazu. Jetzt. Mal schauen. Könnten wir es sogar schaffen. Es läuft erstaunlicherweise sogar relativ gut, obwohl ich fast tot bin, läuft es erstaunlich gut. Fuck, wir haben es geschafft, ey. Der Rest ist jetzt gar nicht mehr so schwer. Der Boss ist jetzt irgendwo da hinten. Das ist bloß so ein kleiner Hund, der ist gar nicht so besonders. Ich versuche mal euch zu zeigen. Da, hier. Das ist quasi von Diablo 2 ist der Sprite geklaut. Also, hier wurden extra Monster eingefügt. Aus Diablo 2 teilweise. Das ist einer dieser, wie heißen die? Doomed? Damned? Damned. Das ist einer dieser Damned aus Diablo 2. Bisschen runtergerendert, weil das ja hier weniger Pixel sind. Ne? Und halt eingefügt. Fertig. Ja? So. Das soll dieser Höllenhund sein. Ich mache mal Load. Das ist, glaube ich, sicherer. Dazu rein zu laufen. Schaffen wir das jetzt echt? Oh Gott, gerade läuft das nicht so gut. Oh nein, das war zu weit gelaufen. Am besten. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Also wir könnten das jetzt tatsächlich schaffen. Aber egal, ob wir es schaffen oder nicht, ich würde dann trotzdem erstmal eine Level-Session vor das nächste Video setzen. Also quasi den Rest des Tages heute einfach nur entspannt im Stream weiterleveln. Und dann im nächsten Video, das wäre dann in ein paar Tagen, wenn ich mal wieder Zeit habe, geht es dann weiter mit Dungeon Level 6, 7, 8 und so weiter. Ne? Oh, wir könnten das schaffen. Krass, habe ich eigentlich nicht erwartet. Das ist die Rüstung. Die Rüstung macht gerade so viel aus. Diese scheiß Rüstung, von der ich immer gesagt habe, die ist sinnlos. Die bringt gerade so viel. Das ist krass. Die laufen rum und machen alles platt. Und ich überlebe die paar jetzt, die ankommen. Geil. Geil! Ich hätte echt, na, jetzt müsste man echt eigentlich gucken, wie weit komme ich, ohne extra zu leveln. Aber nein, wir machen dann trotzdem Level-Session. Ich habe genug Videos für heute gemacht.
Da ist der, Boss. Hier ist der Cerberus. Ah. Ja. Der Höllenhund ist ein Cerberus. Macht Sinn. Oder der Cerberus ist ein Höllenhund. Warum? Level up. Geht scharf hier. Ich muss halt dran sein. Fast down. Cerberus ist down. Jetzt sind die Summon Gates auch weg. Jetzt ist Cleanup Time. Nur noch den Rest entsorgen, der hier rumwuselt. Geil. Hätte ich niemals gedacht, dass wir das schaffen. Krass. Minion Offense. Jetzt brauchen wir Resistance und Gain Strength 3 und 6. Oh, oh, oh. Also 3. Ja, da fehlt die Vita. Vitality. Und hier ist der Severed Head, der abgeschnittene Kopf. Den muss man abgeben für die Belohnung. Ja, dieser Mob ist auch ganz klar aus Diablo 2 eingefügt, ne? Den gab es in Diablo 1 nicht. Gleich haben wir es geschafft. Krass. Hardcore. Nice. Ist halt auf easy, ne? Auf hart oder normal habe ich das niemals beim ersten Mal geschafft. Belohnungen sind dann eigentlich nur lächerlich, ich glaube 600 Gold oder sowas. Oh, disgusting, but certainly proof enough for anyone. Here's reward as promised. 4000 Gold? Das wurde erhöht. Nice. 4000 Gold ist nicht übel. Aber reicht leider trotzdem nicht für den, zweiten Summon Skill, ne? Ich glaube, der ist im 15.000er Bereich. Man müsste jetzt hier speichern und immer wieder resetten, bis der auftaucht. Aber ich glaube, der ist zu teuer. 15.000, bin ich der Meinung. Oder 6.000? Nee. 4.000 oder 4.500 ist, glaube ich, der erste. Und dann 15.000 der zweite und 45 der dritte. Irgendwie sowas. Oh, identifizieren. Hello, my friend. Randomized Damage. Du mich auch mal. Lightning Resistance. 10 zu Magic. Ah. Ich habe mal gelesen, ich glaube 1 plus Skill Level ist in etwa so viel wert wie 12 zu Magic oder so. Das ist halt die Frage, nimmt man jetzt ein Skill Level oder nimmt man jetzt die 10 Magic? 10 Magic hilft auch wieder beim Sachenlernen. Ich heb den Ring auf jeden Fall auf fürs Sachenlernen. Das ist wichtig.
Dann kann man den mal kurz anziehen, ein Buch lesen und dann wieder wegpacken. Logisch, ne? Ach, Junge. Schmeiß doch nicht alles auf den Boden. Wo sind wir denn hier? Bei Hempels unterm Sofa oder was? Greetings, greetings. So. Ja, wie gesagt, YouTube, ich verabschiede mich jetzt hier. Wir könnten jetzt zwar eigentlich wirklich tatsächlich einfach weiterlaufen, wie man sieht, wir sind immer noch stark genug, aber ich würde jetzt gerne eine kleine Trainingssession einlegen, beziehungsweise ein bisschen Items farmen gehen, ein bisschen halt immer wieder das Game resetten und mal ein paar Bosse klatschen oder sowas. Und dabei vielleicht auch mal eine Serie oder sowas gucken, ein bisschen chillen halt, ne? Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, geht es dann halt auf Stufe 6 weiter. Wahrscheinlich ein paar Level höher, wahrscheinlich ein paar neue Items dabei. Das werde ich euch dann zeigen. Twitch kann gerne noch mit dabei bleiben, ein bisschen quatschen, wenn ihr wollt. Und ja, bis dann YouTube. Euer Discord und das Endton. Tschüss.